Was geht, Leute von heute? Mein Name ist Rabix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich musste das Intro jetzt dreimal neu sprechen, weil ich schon vergessen habe, wie man mein Intro spricht. Der Knaller, oder? Ja, gut. Egal. In diesem Video geht es mal wieder um GTA. Ein bisschen, ja, Live-Commentary, ein Live-Fight, den ich vor einigen Monaten hatte, wo die Railgun relativ frisch rausgekommen war, zumindest für mich. Ich habe GTA nämlich erst ein paar Wochen, nachdem die Railgun draußen war, angefasst und habe in dem Fight auch wieder relativ schnell bestätigt bekommen, warum ich ja, länger dann doch keine Hand an GTA angelegt habe. Weil es, naja, eigentlich wirklich nichts anderes mehr ist als pures, dummes Rumgeschwitze, ja. Gut, aber ich gehe da trotzdem rein in so Dinger. Und für die Leute, die jetzt vielleicht neu sind oder es noch nicht so ganz verstanden haben, was ich hier für ein Content mache. Wenn ich in Fights reingehe, in PvP-Fights, dann bin ich meistens bis eigentlich immer im Nachteil. Also ich setze mich auch immer einem Nachteil gegenüber meinem Gegner aus, damit ich überhaupt Fights bekomme. Denn diese ganzen Abfucker und Griefer, die sterben alle nicht gerne. Deswegen ballern die auch ständig Evo, Teleport, Geisterorganisation, RC-Car und den ganzen Mist immer raus. Und das sind halt keine Fights mehr, das ist nur noch dummes Rumgeschimmel. Ja? Damit ich dennoch, ja, ich sag mal, ansatzweise spaßige Fights bekomme, setze ich mich eben diesen Nachteilen aus, wie, ja, dass ich oft mit einem Low-Level spiele, der gegen eine Heavy-Sniper immer One-Shot ist und ein Max-Level-Spieler, also alles über Level 100, ist halt nicht One-Shot, sondern Two-Shot, für die Leute, die es ja noch nicht begriffen haben. BST gleicht den Faktor übrigens aus, ja, wenn ich jetzt BST habe als Low-Level, dann kann ich jetzt einen High-Level, der kein BST hat, One-Shotten, aber wenn der High-Level jetzt auch BST zieht, dann bin ich wieder One-Shot gegen ihn. Da jetzt nochmal kurz die Erklärung und so gesehen dann auch wieder im Nachteil. Wenn ich jetzt persönlich ja aber voll in der Meta spiele, das heißt, ich bin immer auf meinem Main-Account unterwegs oder High-Level-Account unterwegs und ziehe dann auch immer direkt BST, nutze Geisterorganisationen, weiß nicht, spreng mich dauerhaft weg beim First Hit und so. Diese ungeschriebenen PvP-Regeln will ich euch auch nochmal erklären. Da gibt es nämlich auch viele, die da ja keine Ahnung von haben. Jedenfalls, wenn ich diese ganzen Meta-Sachen spiele, sag ich mal, dann kriege ich keine Fights. Dann porten die Leute sich direkt weg, spielen direkt den absoluten dreckigen Müll und schwitzen mega hart rein. Deswegen muss man denen immer so ein bisschen Zucker geben in Form von, ja, die müssen mich halt auch mal öfter töten, ja. Dann bleiben sie im Fight drin. Dann kriege ich diese Fights. Ansonsten kriege ich die Fights nicht. Und deswegen setze ich mich immer einem Nachteil aus. Ja. So wie jetzt auch hier in diesem Video. Klar ist mir das immer bewusst, wenn ich gegen so Leute spiele. Da gehe ich auch prinzipiell nicht mit dem Gedankenansatz ran, dass ich da gewinne, sondern mir geht es eher um die Art und Weise der Kills, die ich mache, als um den Score. Und ich finde es einfach immer super witzig, wenn die Leute dann im Fight merken, dass ich ja gar nicht so schlecht bin und sie dann kassieren und richtig hart gegen mich reinschwitzen, weil sie nämlich richtig, richtig Angst haben, die Jungs dann. Und daraus ziehe ich mir meinen Spielspaß. Ja. Meine älteren Zuschauer, ihr wisst das alles schon und für die Neuen, die jetzt ja in der Zeit dazugekommen sind oder jetzt gerade in meiner abwesenden Zeit, sage ich mal, hinzugekommen sind, für euch dann nochmal die Erklärung dazu. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit dem Video. Es wird sehr schwitzig, das kann ich ja schon mal sagen und das ist, ja, einer der Gründe, warum ich jetzt erstmal ein bisschen Abstand genommen hatte von GTA mal wieder. Ne? Trotzdem, gönnt es euch. Oh Mann, da ist ein Low-Level, aber Barcode. Das heißt nie was Gutes. Mein Military C. Und dann gehen wir jetzt rein da. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Irgendwas? Mi-Nudel. Den können wir uns mal angucken. Mi-Nudel ist der da vorne. Oh. Also ich habe auf jeden Fall... Auf jeden Fall ist Verzögerung mit drin. Und so ein... Die schießt so ein Bogen irgendwie. Oh nö, jetzt ist der kaputt. Oh, er kommt wieder. Na okay, jetzt wird gegeiert. Jetzt kommt dann Jet. Wird jetzt die Strat. Hat er ihn? Nee, er hat einen anderen. Boah, Alter. Die hat gesessen. Okay. Also Raygun hat schon kranke Range, muss ich sagen. Wo ist der Wichsen? Da ist der Wichsen.
Da scheint er mir als Geist. Warum das denn? Lester? Wo ist mein Lester? Der wird jetzt eh platt gemacht. Herr Wixen, Mr. Wixen, Sie haben jetzt ein Problem. Den lasse ich jetzt in Ruhe. Wenn da schon so AFK rumsteht, das ist langweilig. Jetzt habe ich einem Barcode-Typen geholfen. Oh, Minudel kommt mit dem Jet wieder. Ich denke mal, ich hole den jetzt einfach runter. Vielleicht holt er mich auch runter, das kann natürlich auch sein. Oder er geht Geisterorganisation, das ist in der Nacht immer sehr beschissen. Haben wir schon gedacht, jetzt muss ich ihn nur finden. Frage ist, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ja. Jetzt bin ich hinter dir, Bruder. Jetzt habe ich dich gesehen. Jetzt bist du im Arsch. Jetzt springt er raus. Und ist gestorben. Ah ja, die Geisterorganisation. Wir lieben sie. Der wird sich jetzt die ganze Zeit in die Luft jagen, denke ich mal. Aber ich würde mich jetzt erstmal verpissen. Ist immer so schön, wenn sie dann mit Geisterorganisation schwitzen und dann reinscheißen. Ist super. Ah, da ist er. Er ist natürlich unter der Brücke, ne? Ne, ist er nicht. Ah ja. Ah, die hätte auch wieder gesessen. Ich glaube, da passiert jetzt nichts mehr. Du könntest mich so krass mit der Railgun holen. RC-Tank. Okay. Versteckt er sich jetzt unter der Brücke mit dem RC-Tank? Ah, da wird ja wieder Next Level geschwitzt. Ne? Na gut, da kommt aber jetzt noch ein Jet. Greift er mich an? Ja. Sehr schön. Nein, da ist aber noch ein Jet, der mich auch noch angreift. Oh, da habe ich jetzt ein Problem. Oder der Jet greift den Heli an. Nee, der Jet wird mich angreifen. Der kommt auch schon straight auf mich runter. Jetzt sag mir nicht, der ist gecrashed. Der ist tatsächlich gecrashed, der Dulli. Ich habe ihn outturned. Damit kam er nicht klar. Blöde ist, da er vor mir weg liegt, kriege ich ihn wahrscheinlich nicht gebombt. Aber ich kriege ihn rausgeschossen. Das war clean. Der chillt jetzt die ganze Zeit da irgendwie unter der Bridge. Hm. Oh, Corridor. Ja. Ja, kann man machen. Geht er nicht? Nee. Er wird jetzt da versuchen reinzukommen. Ja. Okay. Ja, das ist das. Wenn du in GTA quasi eine überlegene Position hast, dann kriegst du keine Fights. Weil die sich dann alle verpissen und so. Die gehen das dann nicht an. Außer er. Der hat Bock. Tschüss. Dieser Militär, der ist auch die ganze Zeit auf mich am Aim, ne? Versteckt sich jetzt da. Boah, hat die gesessen? Ne, die war knapp. Der ist weggelaufen. Alter, wie sie noch die Turns macht, ne? Was? Das war direkt neben ihm. Okay, der wird sich da unten verstecken. Das war kein Problem. Jetzt müsste ich einmal da durchfetzen, ne? Aber ich sehe schon wieder Jets in der Luft. Lieber erstmal darauf achten. Da ist einer im Pink, das ist schon wieder er. Der wird auch wieder Geisterorganisation gehen. Vorhin hat es ja nicht so gut funktioniert. Da hat er ja leicht reingeschissen. Jetzt ist er schon wieder da.
Ja, wenn du jetzt nicht triffst, dann ist Aura, Bruder. War so lange Battlefield gespielt, erstmal wieder auf die ganze Steuerung klarkommen. Oh, turn ein bisschen. Ah ja, er macht jetzt den Move. Das ist gar nicht mal so blöd. Als okay, das ist blöd. Schade, dass ich hier keinen Rondesuch machen kann. Oh. Hat er verkackt? Nee, er ist nach oben. Oh doch, er hat verkackt. Ach Mann, Digga. Du musst Fliegen auf jeden Fall noch ein bisschen üben, Bruder. Er versteckt sich da jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit, weil er sich auf seine 2-0 abfeiert oder so. Keine Ahnung. Mi-Nudel. Gehen wir mal zu diesem Militärtyp. Der ist Level 58, Mann. Deswegen ging er mir vorhin auch so auf den Sack. Natürlich die Orbitalkanone. Wie soll es auch anders gehen? Oh ne! Du hast ihn mir weggenommen, Digga. Den wollte ich. Och Mann! Den wollte ich jetzt haben. Leergun. Okay, ich hab ihn. Scheiße. Ich wollte eigentlich die Flairgun machen, aber ich hab ihn schon. Oh Mann. Wieder von beiden Seiten. Das ist jetzt auch wieder kacke. Von zwei Seiten wieder doof. Ganz doof. BST auch wieder am Start. Oder am Hochsnacken. I don't know. Am Hochsnacken oder was? Waren jetzt schon drei Schüsse. Oder zwei Schüsse in dem Fall. Du bist wenigstens ehrenvoll. Oh, der andere. Wieder mit BST. Ist halt wieder todesnervig. Wo bist du? Ja. Und wenn ich BST drauf habe, mache ich da auch nicht viel. Weil ich trotzdem One-Shot bin mit Low-Level. Haha. Obwohl er spawnt. Der hat auch schon wieder alles ausgepackt. Oh shit. Aber den habe ich ja halt auch ein paar Mal gekillt. Naja. Denke ich mich auch kurz hoch. Habe ich BST drin? Ja, ich habe natürlich auch BST, aber wegen dem anderen, nicht wegen dir, Bruder. Ja, ja, ist okay. Ach, scheiße. Ja, jetzt habe ich noch Überlebenskampfserie im Gesicht. Das ist doch auch nice. Alter, mit der Überlebenskampfserie im Gesicht. Jetzt ist er gestorben, weil er sich umgebracht hat. Und jetzt ist er auch gestorben. Muss ich schnell wiederholen. Oh, der andere hat auch BST gezogen. Jetzt wird's eklig. Aus dem seiner Sichtweite muss ich erstmal weg. Ah, jetzt ist er da. Okay, jetzt gehe ich doch in seine Sichtweite rein. Nein. La Polizia. Oh Gott. Oh Gott, ich schieße gegen die ganzen... oh, er kommt unten. Aua! Dann spawne ich auch direkt neben denen immer. Das ist so blöd. Spawnt wieder nicht. Jetzt bin ich tot. Wenn er mich jetzt fickt, war es das mit BST. Dann. Ja. Aber ich habe es gerade noch bekommen. Das war richtig knapp. Hm, aber er geht immer wieder in den Sniper-Fight, weil er sehr, er fühlt sich wohl anscheinend. Er denkt, dass er krass ist. Ja, das kommt von dem Grünen, der jetzt auch noch kommt. Und mich trifft. Aua. Oh, nee.
Nee, die Flickshots bringen nichts. Ach, das war wieder der Nudel. Ich bin immer im 2 gegen 1. Die ganze Zeit. Und die ganze Zeit face ich ihn hier. Will ihn aber gar nicht facen. Sondern den anderen. Der da die ganze Zeit chillt. Boah, der ist gerade gespawnt. Oh, das war schön. Und jetzt haben wir hier noch einen RC-Car. Das muss natürlich auch immer mit dabei sein. Weil das ist wichtig. Ja, wäre ja blöd, wenn man hier irgendwie Skill in diesem Gameplay auszeichnen müsste, ne? Lieber RC-Car, der auch direkt zu mir kommt. Der wird gleich auch wieder hier sein. Ah, wer? Ich sehe ihn nicht mal. Ah, da. Piss dich. Eine Assi-Wurst. Oh. Guck mal, da ist ein Auto neben dir, Bruder. Oh, dass ich verfehle. Oh, nee. Jetzt kommt er wieder an. Jetzt wollen sie mich hier wieder alle haben. Ganze Lobby wieder. Nee, 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 Bruder. Das Jet-Spiel spielen wir ja nicht mit deinem Thermal und so. Und dein Spiel spielen wir jetzt auch nicht mit. Aua. NPCs geben mir wieder richtig aus der Jet-Typ. Weiß halt auch wieder keiner. Und er stirbt, weil er Evo zieht. Wie eine Wurst. Oh oh. Und er sprengt sich schon wieder. Ach, er spielt jetzt so, Alter. Doch, erstmal wieder BST. BST. BST, bitte, bitte komm. Bitte spawn. Bitte spawn, sonst habe ich ein Problem. Danke. So, jetzt machen wir hier den Super Spam. Ah, er sprengt sich direkt wieder, Alter. Weil er eine Wurst ist. Junge, ist das wieder eine Vollwurst. Okay, jetzt kommt wieder er. Ich glaube, ich hole mir jetzt, ja, egal welches Fahrzeug ich nehme. Der wird sich die ganze Zeit sprengen. Das ist halt GTA. Der wird ja nicht mal versucht zu challengen auf irgendeine Art und Weise. Gott, dass das nicht gesessen hat. Egal, ich habe ihn gesehen. Der Wichsen kommt nicht mehr zu uns, oder? Ah, never mind. Ah, oh oh. Schade, ich habe gedacht, ich hätte ihn. Ich habe ihn. Zwar dirty, aber ich habe ihn. Das ist nicht der Nudeltyp. Er hat sich direkt wieder gesprengt. Er schießt 3 Granaten und sprengt sich. Oh Mann. Und ich muss mich dann in so einem blöden Spielstil wieder anpassen. Ich habe keinen Bock drauf. Hier, das macht super viel Spaß. Das ist der Knaller. Das ist mega. Das ist geil. Und sobald Granaten bei dir in der Nähe ankommen, wirst du dich auch wieder sprengen. As always. Sind die jetzt auch noch zu zweit oder was? Oh fuck. Die sitzt. Und ich hatte wieder den Raketenwerfer drin. Ah ja.
Lol, hallo. Okay, okay. Ah, jetzt spammen sie nämlich beide. Der eine spammt. Na gut, dann machen wir es halt wieder so. Ach, das, die gehören jetzt zusammen, oder? Ja, dann machen wir es halt so, Alter. Bin ich schon wieder im 2 gegen 1. So wie immer. Vielleicht kriege ich ihn ja getrollt. Nee, der hat sich auch wieder umgebracht. Das sind die spannenden Fights hier. Ja, guck mal. Einfach blöd noch mit dem Granatenwerfer Kills machen. Ist das doch geil, ja? Das ist Laune. Das ist GDA. Zwei Granaten, er sprengt sich wieder. Och, Bruder. Die sind wieder so toxic triggered, die Breeze. Hier, guck mal, das ist der Spielstil. So, so, so. Und dann spreng ich mich in die Luft, weil das super ist, ne? Geil. Machen wir das jetzt immer so? Das ist der Spielstil. Okay, jetzt hole ich mir wirklich mal Scramjet. Mechaniker. Scramjet. Scramjet ist da. Er ist jetzt im Passivmodus. Gucken wir mal, ob wir es noch können. Aber erstmal Nummer sicher. Nummer sicher ist der hier. Der ist richtig eklig. Aber der ist Nummer sicher. Ja, die Ungelenkten auspacken. Aber jetzt wird's witzig. Jetzt muss ich gucken, ob ich das schaffe. Bam, hoch. Oh toll, der ist AFK, der Bruder. Das ist ja voll kacke. Nein, Bubblegum. Hier ist wieder... Nee. Hier ist wieder ein Pool. Hier ist wieder ein... Junge, jedes Mal. Mit dem Scramjet ist immer ein Pool am Start. Immer. Komm, springen. Jawohl. Überall sind sie am Einschlagen. So, dann wollen wir mal. Hoffentlich hält die Palme mich nicht auf. Bumm. Ah, er versucht's wenigstens. Ach, er ist gestorben. Er weiß, was auf ihn zukommt. Ja. Aber die Methode ist nicht schlecht. Vielleicht schafft das ja. Da bin ich gespannt. Nee, er sprengt sich. Der hat Angst. Der hat Angst. Der weiß, was auf ihn zukommt. He's one of that. Oh, er kann... Das hätte ich nicht gedacht. Der kann da durchschießen. Ich dachte, das Gitter schützt mich. Nö, tut's nicht. Das ist Rockstar-Logik. Was will ich eigentlich? Und sprengt sich auch wieder direkt. Geil. Er ist im Headglitch. Da kann im Headglitch sein und ich nicht. Ja... Der andere wird sich auch noch einmischen. Der kommt gleich auch nochmal. Hat sich schon gesprengt. Oh, er ist schon hinter mir. Guck mal. Ah, ja. Und hat sich wieder gesprengt. Ach, es ist doch so peinlich, Digga. Was ist denn los mit den Holländern? Das ist der Mega-Spielstil. Er schießt nur noch Raketen und verpisst sich. Ah, jetzt wird gleich noch gespammt. Ah, ich nehme jetzt einfach den. Soll er da rumweinen? Da haben wir die Kopf. Dann mache ich die mal kurz weg. Spawn ich. Ah, hier. Einer schießt wieder von hinten Granaten. Andere snipet mich. Der wird jetzt auch die ganze Zeit spammen. Oh nee, jetzt droppt mein BST wieder nicht. Komm schon, drop, drop. Ohne das bin ich als Low-Level komplett im Arsch. Jetzt komm doch. Da, oh nee, es ist natürlich direkt hier bei den...
Der ist so peinlich, Mann. Er ist so peinlich. Okay, er spawnt wenigstens jetzt da. Alter, habe ich jetzt gerade den NPC gekillt? Ich bin wieder One-Shot. Das ist so abfuck, Digga. Gut, dann wird's jetzt halt dirty. Ist mir auch egal. Guck mal, er ist nur am Spam. Er sprengt sich schon wieder. Und jetzt sind die Cops auch noch gegen mich. Den habe ich wieder erwischt. Oh, man. Boah, bin direkt neben ihm gespawnt. Nee, Dom, jetzt nicht. Trifft auch wieder alles um mich herum, ne? Der andere jetzt? Geisterorganisation, oder? Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, was der andere macht. Ah, der hat es weggeportet. Okay. Oh Gott, der hat mich. Ah, es ist so peinlich, Digga. So, mega, und dann sprengen. Super geil, ne? So, dann wieder. Ja, gut, darüber kommen wir nicht. Hier kann ich jetzt Munition einkaufen. Jetzt wird er auch im Apartment sein. Oder Acid Tank, der auch ganz geil war. Er hat sich weggeportet. Ja, jetzt hat er sich weggeportet. Und geht woanders wieder irgendwen an, Digga. Das ist so traurig. Und er hat sich porten lassen. Er ist jetzt im Apartment. Hocken wir jetzt wieder rum. Ne? Den sehe ich gar nicht mehr. Das war's mal wieder, ne? Das war's mal wieder.